Ja, moin liebe Freunde des alten neuen Stadtbaus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Ja, liebe Freunde, bevor wir... Darf ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Das ging aber schnell. Was möchte sie denn? Brot, Suchtruppe 2 Inseln, 15 Tonnen Brot, 10 Tonnen Fleisch, machen wir mal. Man kommt gar nicht hier zu Wort. Auf der Familienschatz, okay, ich lese mir gleich mal das Briefing durch. Mein Gott, eine Produktion kommt zum Erliegen. Freunde, wir hatten tatsächlich eine Abstimmung. Und zwar ging das um die Metropolen-Quest. Ich habe da nämlich eine Abstimmung zu fertig gemacht. Die ist vor, ja, etwa 2 Stunden ist sie zu Ende gegangen. Ach, ich brauche ja das Doppelte, richtig. So lange kein Anno mehr gespielt, dass ich schon wieder alles vergessen habe hier. So halbwegs. So, jetzt sollte es richtig sein. So, das Schiff kann schon mal losfahren. Ja, wie gesagt, wir haben eine Abstimmung gemacht. Beziehungsweise ihr. Und zwar wollte ich. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Okay, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich das im Pausenmenü mache. Also, ich habe euch nämlich darum gebeten, ich wollte wissen, ob ihr die Metropolen-Quests mitmachen wollt oder nicht. Erst einmal vielen Dank an 11 Leute, die ihre Stimme abgegeben haben bei dieser Abstimmung. Und es wurde folgendermaßen abgestimmt. Beide Monumente ohne Metropolen-Quests hat 36% bekommen. Beide Monumente mit Metropolen-Quests hat 45% bekommen. Und mir egal, 18% der Stimmen bekommen. Das heißt, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir machen die Metropolen-Quests mit. Wir haben 10 Stück erfüllt, also gerade mal ein Drittel. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ihr habt entschieden, wir werden das machen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Also kann sich da keiner es wäre beschweren, ratsam zu zahlen. Wenn das Let's Play zu ich lang ist. Ich glaube, du hast nicht begriffen, es was war schließlich eure Entscheidung. Ich bin da fein raus. Ne? Also alles gut. Oder eben auch nicht, je nachdem. Aber ich freue mich auf jeden Fall, liebe Freunde. Wir können weiter Anno aufnehmen noch. Die Schatzsuche ist fehlgeschlagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, jetzt suchen wir erstmal den Familienschatz für Helena. Währenddessen werde ich mal kurz Augenblick. Es geht sofort weiter. So. Ich musste nämlich kurz mal das Bild schließen. Ich habe mir nämlich extra die Datei mal angemacht. Damit ich das auch ja sehe. Weil... ich habe nämlich keine Lust tatsächlich, dass ich da irgendeinen Mist gerade von mir gegeben habe. Nein, alles gut. Wie gesagt, die Abstimmung ist abgegeben worden. Salam alaikum. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, ich weiß, das machst du gerne, anderen unter die Arme greifen. Ich habe auch schon tatsächlich überlegt, ja, die Insel würde sich tatsächlich dafür eignen. Also für so eine... ich habe nämlich tatsächlich mit den Gedanken gespielt. Wahrscheinlich werde ich das auch machen. Eine kleine Provinzstadt zu bauen, als quasi kleiner Übergang. Mehr oder weniger. Und auch damit wir hier nicht ja, einfach nur Larifari wild in der Gegend umherschreiten. Sie haben einen Schatz gehoben. Ja, ich habe einen Schatz gehoben. Und mir dabei einen Bruch gehoben. Ach, supi. Nein, alles gut. bin ich ja mal gespannt, ob der Kaiser und der Sultan aktiv werden oder nur der Sultan oder nur der Kaiser. Zuletzt war ja der Sultan sehr aktiv. Wir setzen größtes Vertrauen in euch. Bald werdet ihr Gelegenheit erhalten, euch dessen würdig zu erweisen. Ja. Seine Hoheit hat gesprochen. Ja. Ja. Eure Taten imponieren mir. Schon bald werdet ihr Gelegenheit erhalten, mich erneut in Erstaunen zu versetzen. Ja, du versetzt mich in Erstaunen, mein Lieber. Ich finde, zwischen dem Sultan und dem Kaiser besteht ein gewaltiger Unterschied. Ich finde, der Kaiser, der redet von so ein bisschen von oben herab. Und der Sultan, der ist eher so, ja, weiß ich nicht, aufgeschlossener? Offener? Wie formuliert man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt er uns gegenüber... freundlicher als Allah der Kaiser. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Aber bei so einer väterlichen Gestalt wie den Großvizier Al-Sahir wundert mich das nicht. Obwohl ich eigentlich mir so ein bisschen insgeheim wünschen würde, dass es umgekehrt wäre. Dass Al-Sahir der Sultan ist und der junge Mann der Großvizier. Der Sandsturm hat sich gelegt. Du bist meiner Bitte schon nachgekommen? Achso, wir wollten ja mal lesen, ne? Also, Helena hat einen Tipp für den langen... Tipp mit einem P, okay?
für den lang verschollenen Familienschatz der Flores bekommen. Ich glaube, sie ist Italienerin, kann das sein? Oder Spanierin? Ist ja auch egal. Da sie ein so berühmter und tollkühner Abenteurer sind, naja, ist klar. Bittet Helena, sie den Schatz für sich und ihr Volk zu bergen. Sie gibt dafür Mandeln. Können wir nach Rebellopolis bringen, freuen die sich. Ich helfe euch gerne aus. Du bist ein Schatz. Oh, du aber auch. Schatz gehoben, Schatz genannt, alles durchgespielt. Ach, schön. Ich wäre über deine Hilfe hier bald wirklich froh. Wir sollen zwei Nonnen suchen. Es gibt mal wieder ein Wimmelbild, meine Damen und Herren. Hatten wir ja lange nicht mehr. Zwei Nonnen möchtest du gerne haben. Da haben wir schon mal einen. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Oh, die stach uns sofort ins Auge, ne? Aber sofort. Ja, Nonnen kann man halt schlecht übersehen. In ihrer schwarzen Kleidung. Kann man sie halt schlecht übersehen. Also eine Nonne haben wir schon mal. Man könnte jetzt natürlich sagen, der Schwerpunkt dürften die Kirchen sein. Aber ich glaube, darauf kommt es gar nicht mal unbedingt an. Die laufen einfach durch belebtes Stadtgebiet rum. Also die könnten auch sonst wo rumlaufen. So wäre es ja auch, glaube ich, war es die letzte Aufnahme? Ich glaube, die letzte war es. Wo wir ja, orientalischer Krieger war das, glaube ich, wo wir den irgendwo am Arsch der Welt gefunden haben. Im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch der Welt. Also zumindest in Rebellopolis. Aber wir werden uns wahrscheinlich bald einen neuen Arsch der Welt errichten. Der dann wirklich ein Arsch der Welt ist. Nämlich eine... Und ich glaube, noch nie in meinem Kanal ist so oft das Wort Arsch in einem Bad gefallen. Ja. Ich weiß vor allen Dingen auch nicht, ob man darüber so stolz sein sollte. Jedenfalls... Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigen Sie, junger Mann, junge Dame. Ich habe mein haben Sie einen Faden verloren? Ich habe... Ich bringe alles durcheinander. Ich wollte fragen, haben Sie einen Faden gesehen? Ich habe meinen verloren. So rum. Mein Gott. Kaum fange ich an aufzunehmen, schon ist alles wieder chaotisch. Mann. Einmal Ordnung und Disziplin hier. So, wir suchen jetzt eine Nonne. Und nein, die Nonnen haben mich nicht durcheinander gebracht. Trotzdem suchen wir jetzt eine zweite Nonne. Wo rennt hier eine rum? Meine Frage ist ja übrigens tatsächlich auch immer noch nicht beantwortet worden, was diese Zwischengänge hier angeht. Ob die auch von den gesuchten Charakteren genutzt werden oder eben nicht. Na, liebe Nonnen, wo treibt ihr euch rum? Eine müssen wir noch finden. Eine einzige. Die wird doch hier bestimmt irgendwo sein. Was hatten wir jetzt eigentlich alles? Wir hatten Alchemisten. Wir hatten orientalische Krieger. Korsaren. Nonnen. Ich glaube, einmal Bauchtänzerin. Ja, ich glaube, das war es halt schon, ne? Also fünf verschiedene Arten von... Persönlichkeit, so möchte ich das mal... Hexen habe ich ganz vergessen. Genau, Hexen haben wir auch gesucht. Sechs Leute also. Stimmt. Das war, glaube ich, eine der ersten Aufgaben, die wir vom Kaiser gekriegt haben. Die Suche nach einer Hexe. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das Spiel so ein bisschen danach richtet, wie viele Quests man für... Oder ob man Quests für die jeweiligen... Da ist die zweite Nonne. Sehr schön, wir haben sie. Dann laden wir schnell die Mandeln ab, so. Und dann nehmen wir gleich die beiden Nonnen mit. Helena möchte gerne ein paar Nonnen haben. Und nein, ich denke bei sowas nicht zweideutig. Das habe ich mir tatsächlich in der letzten Zeit recht gut abgewöhnt, zweideutig zu denken. Also natürlich kommt es immer noch vor, aber nicht mehr ganz so schlimm wie damals. Also, Helena ist Ihnen so dankbar für den gefundenen Schatz. Jetzt hat sie endlich auch die finanziellen Mittel, ein Armenhaus für die armen Bettler zu bauen. Könnten zwei Nonnen aus ihrer Stadt dort arbeiten? Suchen Sie Freiwillige. Sie gibt uns dafür 180 Rum und 49 Tonnen Fässer. Ah ja. Sie möchte ein Armenhaus bauen. Ehrlich gesagt sehe ich hier... Das ist eine Feuerwache, ja. Ehrlich gesagt sehe ich hier aber keine...
kein Bettelhaus, ja. Kein Armenhaus. Kam gerade nicht auf das Wort. So ein schwieriges Wort. Doch, hier ist eins. Ja. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Bestimmt hast du den Auftrag schon erledigt, was? Ja, natürlich. Wie schön, dass ich mich so auf dich verlassen kann. Ja, gut, ne? Finde ich auch. Ich bin eben ein zuverlässiger Mensch. Bin ich wirklich. Haben wir hier eigentlich einen Holzfäller? Ich glaube nicht, ne? Haben wir hier keine Holzfäller? Bitte unterstütze mich in dieser Sache. Eine Blockade vor Goldfurt? Wer blockiert die junge Frau? Wer wagt es? Korsaren, natürlich. Die Korsaren haben Wind von dem sagenhaften Schatz der Flores bekommen. Helena ist ob der Hafenblockade vollkommen verzweifelt. Sie will mit dem Reichtum doch nur Gutes tun. Helfen Sie der schönen Helena. Machen wir. Wir helfen der holden Maid in Not. Die Armada Viper ist schon auf dem Weg. Was? Noch ein paar letzte Worte, Kossa. Ja, natürlich greifst du die Big Nanako an, aber nicht mehr lange. Schäm dich! Schämt euch, Korsaren. Dafür werdet ihr bitter bezahlen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Jetzt greift er die Alice Little an, wa? Ja. Das sogar ziemlich gut. Schweinepriester! Pass mal auf, Alice Little, ich unterbrich mal kurz deine Handel. Sie haben die Blockade durchbrochen. Selbstverständlich haben wir sie durchbrochen. Nach so einer Frechheit erst recht. So. Alle mal davor fahren. Und die Alice Little wird sich erstmal eine kleine Reparatur gönnen. Ich ahne es schon. Du hast den Auftrag abgeschlossen. Sagt dir das deine weibliche Intuition, oder? Du bist ein Schatz. Oh. Danke sehr. Geschniegelter Zuchtmeister. Vergesst es einfach heute. Zunftmeister, verflucht nochmal. Sag mal, was ist denn los hier? Ist ja schlimm heute. So, ich glaube, jetzt können wir schon mal die Route weiterfahren lassen. Ja, noch nicht ganz. Noch musst du repariert werden. Du bist noch nicht vollständig. Jetzt. Jetzt darfst du weiterfahren. Kleine Unterbrechung der Route, aber das muss ja nun mal sein. Weil ich mag es nicht haben, beschädigte Schiffe unterwegs zu haben. Davon mal ab, dass das ja auch ziemlich fies nach hinten losgehen kann. Wie sieht es hier mit den Ressourcen aus? Scheint ja soweit alles noch okay zu sein. Schon mal gut. Ah, Gewürze, was ist da los? Was ist da los bei den Gewürzen? Wo ist die Lyra? Ne, das ist unsere Ivy. Wo ist die Lyra? Da ist die Lyra. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, Mosthof, alles gut. Mosaik wird immer noch gut verkauft, wunderbar. Die Jasmin ist auch da. Ich weiß jetzt Erlaubt gar nicht... Erlaubt mir, mein Anliegen vorzutragen. Einen Augenblick. Unser Freund hier hat ein Anliegen. Und schon spawnen die ersten Piratenschiffe. Schnappt sie euch, macht sie kalt. Ja, da ist der erste schon gesunken. Schnappt sie euch! Keine Gnade! So, schon mal geborgen. Da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Hier habe ich jetzt natürlich keine weiteren militärischen Schiffe, ne? Kiso, du musst bitte mal aushelfen. So viele Schiffe habe ich dann doch nicht. Korsaren greifen eines ihrer ja, Schiffe Ja, genau an. Deswegen. Sind da Schiffe hin unterwegs? Tatsächlich nicht. Ey! Nicht in Ruhe lassen. Angreifen. Da ist noch einer. Versenkt die Schweine.
Glaube ich ja wohl nicht. Fallen ja einfach über meine Handelsrouten her. Also irgendwie... Kleider macht Leute. Gute Produktivität. Cooldown. Aha. Ja, nee. Valeria nimmt den mal mit. So. Dann kümmert ihr euch darum. Wie sieht es an den anderen Fronten aus? Ja, der Korsar kriegt gut aufs Maul. So soll es sein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Sehr schön. Achso, wir müssen die ja zur Wissensinsel bringen. Wo war die noch? Hier. Du jagst auch noch ein Schiff. Irgendwo hier ist noch eins. Ja, da. Hey, Schiffe, wenn ihr schon mal da seid, schnappt ihn euch. Was ist mit euch beiden? Ach, gegen die Kiso kämpfst du, wa? Aber gegen die anderen haust du ab. Feigling. So. So, ein Feigling, ey. Unglaublich, was kriegen wir denn dafür? Immer wieder werden Schiffe die Schüler zu Ibn al-Hakims Akademie bringen, Opfer von Korsarenangriffen. Die Patrouillen sind machtlos. Machen sie dem ein Ende und bringen sie die Störenfriede zur Strecke. 150 Tonnen Ruhm und 39 Tonnen Kaffee kriegen wir dafür. Geil. Kaffee ist immer gut. Da ist ja immer noch ein Schiff. Komm näher und geh unter. Nee. Er gehst du unter. Wie gesagt, er gehst du unter. So, aber hier geistert noch ein Schiff rum von ihm. Schnappt es euch. So. Nein. Das da. Ablegen. Attacke. So. Dann haben wir hier noch die Monika und die Celestia. Die Celestia hat sogar zwei an Bord. Gleich mal wegbringen, bitte. So, wo sind unsere anderen Kriegsschiffe? Die sind auf dem Weg. Ach, guck mal, der wird sogar schon verfolgt. Noch besser. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Das finde ich auch gut. Oh, schön in die Zange genommen. Niemand hat es. Ja, genau. Ja, ich würde mal sagen, der hat volles Rohr aufs Maul gekriegt. Aber so, wie er es verdient hat. Sehr schön. Die Kiso repariert sich gleich direkt unterwegs. Das ist wunderbar. Oh. Hm. Ich wollte gerade sagen, ihr sagt nicht, ich habe keine Ressourcengründe mehr. Aber ich fülle euch trotzdem mal nach. Die Salzminen werden wir auch nochmal nachfüllen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Es müsste eigentlich passen vom Sound. Ich habe ja nichts großartig umgestellt. Wie sieht es hier aus? Das ist okay. Gut, gut. Also momentan läuft alles so weit, wie es läuft. Oh. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Eieieiei. Gleich mal nachfüllen. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann mal 2070 machen. Dann wird das alles komplett anders laufen wieder. Aber ich werde erstmal, wenn dieser Anno-Teil durch ist, werde ich erstmal von Anno die Finger lassen. Weil das nächste Let's Schnacken, soweit kann ich schon mal gehen, euch das mitzuteilen, wird dezent anders laufen. Also es werden ein paar andere Projekte dann zu tragen kommen, sagen wir es mal so. Einmal das. Annabelle hat auch noch eine. Habt ihr meine Bitte erfüllt? Ich habe sie sogar übererfüllt, glaube ich. Euch gebührt unser aller Dank. Ja, vielen Dank für den Kaffee. Dankeschön. Lorelei, du darfst den Kaffee gerne mal mitnehmen. Wir liefern den mal nach Rebellopolis. Ein gutes Geschäft. Ich bin wirklich mal gespannt, weil das will ich echt mal wissen, ob sich das auf die jeweiligen Herrscher auswirkt. Bei Helena habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann Auswirkungen auf den Kaiser hat. Für dich habe ich immer Zeit. Oh. Was sagst du? So. Das haben wir auch erledigt. Nee, aber wie gesagt, ich habe schon darüber nachgedacht, hier hinten einfach mal so eine kleine Hinterwäldler-Provinz, hätte ich jetzt fast gesagt. So einfach so eine kleine Provinz, klein und niedlich aufzubauen. Müsste nur noch mal kurz gucken. 150 Tonnen nehmen die auf.
Wieso stehst du eigentlich mitten im Nirgendwo? Fahr doch nach Rebellopolis. In die Weltstadt. Oh. Ah, schöner Kaffee darf auch nicht fehlen. Sehr schön, wunderbar. Ja. Ich habe auch tatsächlich schon überlegt gehabt, ob ich hier vielleicht nochmal ein paar Parks anlege, aber nachdem die letztes Mal das eine Mal ja so verbuggt waren, wir haben ja hier auch ein bisschen schön gemacht. Die Moschee sieht immer noch super aus, die Sultansmoschee. Na, also ich sehe schon, Marzipan wird gut gefuttert, aber ich kann es auch verstehen. Marzipan ist echt lecker. So. Also Kiso, du wirst erstmal ordentlich Holz mitnehmen. Ich glaube, machen wir auch ruhig zwei Ladungen. Und ordentlich Werkzeug, dass wir da nochmal ein bisschen was... Ja, am besten auch gleich mal zwei Ladungen. So. Dann bringen wir das mal nach Rebeldorf. Der Name passt hier so schön. Dann werden wir hier oben nämlich so eine richtig schöne kleine Dorfprovinz errichten. Wahrscheinlich nur Pioniere oder das höchste halt Bürger. Aber mehr auch nicht. So eine kleine... Einfach so eine kleine putschige Provinz. Die wichtigsten Ressourcen dafür haben wir. Wir haben Hanf und wir haben Most. Das sollte anfangs reichen. Und ja, einfach mal so für zwischendurch, dachte ich. Ja, kann man ja mal machen. Gut, Freunde, das war's mit dem ersten Part von Anno 1404. Also die neue Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Anno 1404 Gold Edition. Und ich habe das jetzt einfach am Ende auch schon wieder dreimal am Stück gesagt. Ist auch egal. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dato. Tschüss, Freunde.